Hallo liebe Eishockey-Fans und willkommen zur nächsten Ausgabe von Im Team. Dieses Mal mit der Akte Bischofberger. Und dazu brauchen wir natürlich den Johannes Bischofberger. Johannes, vielen Dank fürs Kommen. Eisig kalt ist es, es wird dunkel, umso schöner. Du ziehst das schon ein bisschen nervös, bisschen, oder wegen der Kälte? Ich glaube, es ist die Kälte. Dann passt, ja. Kommt bei uns. Ja. Pass auf, der KAC hat eine Akte über dich erstellt und die habe ich jetzt mit. Und die Bitte ist es, dass du diese laut vorliest. Jawohl. Und sollte es einen Fehler geben, dann werde ich natürlich einen Aktenvermerk notieren. Dann werden wir das wieder ins Büro geben und denen einen auf den Deckel geben. Alles klar. Wenn so ist. Aber ich, ja. Normalerweise der KAC macht ja keine Fehler. Schauen wir mal. Hier ist sie. Bitte. Dankeschön. Ich darf dich bitten, da mal loszulegen. Schauen. Top Secret. Mein Name ist Johannes Bischofberger. Ich glaube, da müssen wir schon nachhaken. Was ist denn? Marc, du hast es richtig gesagt. Das S ist ein gröberer Fehler, den man sehr oft hört. Oder der ist ja sehr oft her. Natürlich ohne, S. Du siehst gerade den KAC ein bisschen in Schutz nehmen. Vielleicht ist das absichtlich passiert. Oder ein Tippfehler. Aber des Öfteren hört man es von gewissen Kommentatoren, genau. Dass da ein S drinnen ist. Ja, aber von euch Gott sei Dank nicht. Vielen Dank. So. Nein, der Joshi macht so eine Fehler nie. Ja. Gehen wir's weiter. Gehen wir's an. Wie man an meinem Dialekt unschwer erkennen kann, wurde ich in Vorarlberg geboren. Das war im Jahr 1994. Ist alles korrekt? 27 Jahre. Ist alles stimmt korrekt? Jawohl. Jetzt. Ein junger Burner. In Vorarlberg habe ich auch mit dem Eishockeysport begonnen. Allerdings erst sehr spät, nämlich am Freitagabend. War es wirklich der Freitagabend, oder? Nein, ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Aber was ich so Leuten gehört habe, vielleicht gehen wir ein bisschen weiter. Ja, sicher. Bist du sehr spät zum Eishockeysport gekommen? Bin ich. Erzähl ein bisschen. Ja, es ist eigentlich durch meine Schwester, die einen damaligen Freund kennenlernen durfte. Und der war Eishockeyspieler, besser Eishockey-Gole. Ja. Und der in Dormien gespielt hat. Und so, der hat mir dann irgendwann einmal einen Eishockeyschläger übergeben und hat gesagt, probier mal. Ja. Und dann ist es relativ zügig gegangen und ich bin zum Eishockeysport gekommen und ich habe eine volle Freude gehabt und meine Eltern haben mich natürlich super unterstützt. Und die Freude hast du wohl hoffentlich jetzt auch noch. Die Freude habe ich jetzt immer noch und die geht, glaube ich, auch nicht verloren. Aber da möchte ich noch gerne mal einhaken als Nachwuchstrainer. Mit wie vielen Jahren hast du denn begonnen mit dem Eishockey? Ich glaube, wir haben gerade letztens geredet mit meinen Eltern. Ja? Wir sind uns alle noch mal ganz sicher. Ungefähr. Es war so circa mit 8. Ja? Mit 8 Jahren. Also eigentlich relativ spät. Und, aber es ist dann ziemlich schnell gegangen und ich habe einfach Freude gehabt. Vorher, vor dem 8. Lebensjahr, überhaupt keinen Kontakt gehabt zum Eis, oder? Gar nicht. Auch nicht am Teich oder so, wie man wir Kärntner viel haben. Nein, gar nicht. Das gibt es bei uns. Im Vorarlberg gibt es leider nicht so viel Seen. Der Bodensee friert leider nicht, weil er ein bisschen zu groß ist. Aber es hat immer so ein freies Eishockey gegeben. Ja. Und da bin ich dann wirklich jeden Nachmittag, den es war, das war für mich das der Teich. Und da haben wir immer Spiele gehabt, da haben wir auch ganz bekannte Namen jetzt getroffen, mit dem Herbie oder Woger und die ganzen Leute. Und dann haben wir dort gespielt. Hochinteressant. Also liebe Eltern, es ist nie zu spät. Man muss das Kind nicht unbedingt mit 2 oder 3 Jahren schon zum Bambini KAC Training bringen. Bringt es, wann immer sie Lust haben. Schauen wir da weiter. Genau. So, wo waren wir stehen geblieben? So, ich glaube, kurz nach meinem 17. Geburtstag bin ich nach Salzburg gewechselt, wo ich auch in der damaligen EBL debütierte. Das stimmt absolut. Gehen wir gleich weiter. Ja, bitte gerne. Danach ging es für ein Junioren- und 2 Seniorenjahre in die Schweiz. 2016 kam ich dann nach Klagenfurt. Das stimmt, glaube ich, auch. Also sind wir jetzt in der 6. Saison von dir? 6 Jahre schon. Genau, ist eine lange Zeit. Mit 2 Meistertiteln. Ja, vielleicht kommen die ja noch hin. Bitte nicht hudeln. Ja. Danach ging es für ein... das haben wir schon. Mit den Rotjacken war ich bislang 2-mal Meister. Da haben sie es schon.
dreimal im Finale und ein wenig öfter als dreimal verletzt. Ja, ja, das stimmt leider. Da müssen wir ein bisschen drüber reden. Das stimmt leider. Wir reden jetzt nicht im Detail über die Verletzungen, sondern wie schwer ist es denn oder ja, wie hart ist es denn immer wieder von den Verletzungen zurückzukommen, in die Verletzung einzutreten, dann wieder die ganze Aufbauarbeit zu machen. Vielleicht können wir einmal so den Prozess durchgehen und wir enden mit dem Schönen, dass du wieder gesund am Eis stehst. Ja, es ist natürlich immer eine Hiobsbotschaft, wenn du erfährst, dass du irgendwas hast oder wenn du selber merkst, es läuft irgendwas schief oder es geht nicht ganz rund. Ja. Aber ich meine, da fängt der Leidensweg dann an und das musst du halt im Klaren sein und dann arbeiten. Und fällt man da in dem Moment in ein Loch rein, dass du sagst, die ersten zwei Tage braucht man mir überhaupt keiner anreden? Also mittlerweile ist es bei mir schon eher, ich bin eher ein bisschen down, aber umso schneller du da rauskommst, umso besser ist es für dich und wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast mit so gemeinen Dingen, dann weißt du auch, wie mit dem umgehen. Hast du vielleicht einen Tipp für unsere Nachwuchsspieler, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, 15, 16, 17, die auch mittendrin sein, bei der Mannschaft dabei sein wollen, haben aber dann Verletzung, sind ein, zwei Wochen, vielleicht drei, vier Wochen out. Gibst du einen Tipp, den man jetzt denen mitgeben kann, was hilft vielleicht im Moment? Ich glaube, der beste Tipp ist einfach positiv bleiben und nicht verzweifeln. Schwieriger ist ja eigentlich, du bist nicht durchgehend mit der Mannschaft und erlebst die ganzen Dinge und das kränkt dich ein bisschen, aber eigentlich die Mannschaft nimmt dir das nicht böse. Sie nehmen dich wieder genauso auf und dann kommst du wieder zurück und hilfst wieder der Mannschaft. Also ich glaube, positiv bleiben ist ein guter Punkt. Dann bleiben wir wieder positiv. Jetzt haben wir den ersten Schock überwunden, der Verletzung, hart dran gearbeitet, genesen und dann kommt der Moment, wo man wieder in die Kabine kommt. Wie schön ist es und wie schwierig ist es dann wieder am Eis wieder Fuß zu fassen? Ja, natürlich schwierig. Natürlich zweifelst du immer oft, was kann ich noch, die Polizei schaut uns auch zu. sicher ist ein gewisser Zweifel dann oft da, aber du nimmst einfach die positiven Dinge mit und schaust wieder von Tag zu Tag, wie die Entwicklung ist und du siehst relativ schnell, dass du es nicht verlernt hast und versuchst der Mannschaft zu helfen. Wie wichtig ist die Hilfe der Mannschaft dann für dich? Na voll, es ist schon einmal wichtig, wenn du in die Kabine kommst, dann kommen oft ein paar Schmäh, der neue Spieler kommt und so weiter. Das geht halt so dahin, aber das ist eben, dann weißt du, du bist wieder angekommen in der Mannschaft und es ist alles schon wieder aufgelockert bei dir auch und dann fängt der Spaß wieder an. Super, dann schauen wir spaßig weiter, wenn du was haben willst. Jawohl. So, da, ja. Über die Meisterschaften reden wir abschließend. Alles die Meistertitel, die kalten wir uns noch auf. Jawohl. So, genau, da steht es. Irgendwo entlang dieses Karrierewegs habe ich festgestellt, dass ich für jeden eingesparten km/h bei der Sprechgeschwindigkeit einen km/h am Eis zulegen kann. Das sind alle Teufel. Das hat zur Folge, dass ich sehr populär unter Stenografen, aber weniger beliebt bei Gegenspielern bin. Ja, das ist frech. Aber das muss man auch hinnehmen, wie es ist. Ich kann nicht beruhigen, wir brauchen nicht auf schnell vorspielen, drücken. Ich glaube, so gut wie ihr das kennt, Moderator sein oder Kommentator. Das kann man alles lernen. Nicht, das kann man sich nicht vorstellen, wie der Yoshi angefangen hat. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Reden wir über die Geschwindigkeit am Eis. Die ist schon sehr beeindruckend. Vielleicht ein paar Meter, es waren ja zig Meter, Spiel gegen Lexand zu Hause. Ich war zuschauen, ich war begeistert. Wie kann man denn so schnell sein? In der Analyse im KHC-Magazin haben wir dann gesagt, Joschi, der muss nicht eine Raketen gezündet haben, sondern mehrere. Wo waren denn die versteckt? Sehr lieb. Das ist sehr lieb, aber Selbstlob stinkt natürlich da. Ja, aber über die km/h, über den Speed können wir jetzt schon reden. Ja, was soll ich sagen?
Immer schon so schnell gewesen? Fragen wir so. Naja, immer schon beim Kindergarten, beim Wettlauf Erster gewesen? Schon. Ich bin dem Papa dann oft davongelaufen daheim, wenn ich frech war oder irgendwas. Da habe ich schon gemerkt, aber der Papa ist natürlich auch nicht der Langsamste. Und da habe ich schon gemerkt, in der Schule habe ich gemerkt, dass ich ein guter Läufer bin. Ja? Und auch in der Leichtathletik habe ich gemerkt, da bin ich eigentlich vorne dabei. Aber, ja, so ist das irgendwie zusammengekommen und ich bin im Eishockeysport gelandet und ich bin froh darüber, weil die gewissen Zentimeter fehlen für die Leichtathletik. Du bist froh darüber, dass du beim Eishockeysport gelandet bist. Der KAC ist sehr froh, dass du hier gelandet bist beim KAC. Reden wir über die Meisterschaften, über die Meistertitel. Zwei haben wir ja gelernt, steht da in der Akte drinnen. Aber das braucht da nicht drinnen stehen, weil ich weiß, dass du das weißt. Weil sowas vergisst man nie. Sowas vergisst kann man die Meisterschaften, den Gewinn der Meisterschaft irgendwie vergleichen? Vergleichen. Für mich persönlich nicht ganz. Der erste Titel war eher so, dass ich eine Nebenrolle gespielt habe. Was auch völlig okay ist. Die Nebendarsteller braucht es natürlich auch. Und der zweite Meistertitel habe ich eigentlich eine größere Rolle dabei gehabt. Und dadurch ist der für mich sehr speziell gewesen. Und natürlich war es ein spezielles Jahr, auch im Corona-Jahr, ohne Zuschauer. Aber umso besonderer war es für die Mannschaft, glaube ich, weil du keine Unterstützung gehabt hast. Natürlich durch die Zuseher und die Fans. Aber es war ein Bade. Unglaublich. Aber halt mal fest, die Feier mit den Fans dann doch deutlich schöner. Deutlich schöner. Wenn auch sehr interessant, nur mit der Mannschaft, aber doch schöner dann mit den Fans gemeinsam. Deutlich schöner. Ja, was nicht ist oder nicht war im letzten Jahr, kann ja noch werden. So ist es. Dann schließen wir sozusagen die Akte. Wir sind fertig. Und ich habe noch da einen Schwindelzettel mitgekriegt vom Yoshi, weil der hat so freche Fragen vorbereitet. Aber dann spazieren wir ein bisschen durch die Innenstadt. Einfach einmal frech drauf los, weil sonst da ist er wieder grantig mit mir und beleidigt, wenn ich seine Fragen nicht stelle. Pass auf, erste Frage. Wann hast du dich das letzte Mal selbst gegoogelt? So was kommt nur der Yoshi von. Das ist, glaube ich, sehr lang her. Ich glaube, das war eher in der Jugendzeit oder in der Anfang der Karriere, weil es mich interessiert hat. Aber ich glaube, der Hannes Biedermann hat von jedem so eine Wikipedia-Page gemacht und da hat mich jemand darauf angesprochen und darum habe ich einmal nachschauen müssen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ja. Passt, dann habe ich gleich die zweite auch für dich. Welchen Kosenamen von dir kannst du denn überhaupt nicht leiden? Puh, es gibt so viele, aber es hat jeder Kosename hat irgendwie eine Bedeutung von verschiedenen Menschen und Persönlichkeiten, darum ist es schwierig, einen rauszupicken. Gibt's keinen? Halt mal fest. Halt mal fest, es gibt keinen. Ja, dann werden Yoshi den Auftrag geben, er soll einen finden, der die ärgert. Ja. Dann haben wir vielleicht da. Ja. Abschließende freche Frage, zwar habe ich vielleicht noch persönlich. Was kannst du besser als der Alex Ovechkin? Oh, vielleicht kochen? Nein, ich weiß nicht. Eishockey-technisch weiß ich nicht, was ich besser kann. Nein, habe ich nicht gemeint. Das haben wir nicht gemeint. Vielleicht kochen. Ja. Halt mal fest. Machen wir abschließende Frage. Mit was kann man dir, ist ja Weihnachten, aber nicht Geschenke, eine große Freude bereiten? Ich glaube, es ist ganz ehrlich, dass die Pandemie vielleicht ein Ende hat und Leben gerettet werden und ein normales Leben wieder zurückkommt. Passt. Ja? Lieber Johannes, das lassen wir so stehen, da geht nichts Besseres. Ja? Und ich hätte gesagt, erstens vielen Dank. Und danke, ich lade jetzt auf ein paar Maroni ein. Ja, gern. Weil ein Glühwein vielleicht. Ach so. Ja, passt. The Champions!